Ja, schön, dass ihr heute alle da seid. Willkommen. Ganz vielen Dank auch an alle Heldenmeister, alle, die sich hier zusammenfinden, alle, die einen Beitrag leisten. Ja, den ersten Redebeitrag übergebe ich dann mal an den Paul. Paul, bitteschön. Guten Tag, guten Morgen auch von mir. Wunderschön, dass so viele Menschen da sind. Es freut mich wirklich super. Ich bin selber Anwohner der Jasperallee und bin einer von den 16.000, die hier unterschrieben haben für den Erhalt der Jasperallee, für den Erhalt der Silberahornbäume. Und ich bin selber Baum- und Naturfreund und bin aus diesen Gründen zur Baumschutzinitiative beigetreten. Der eigentliche Auslöser war dann für mich die Jasperallee, wie ich mitbekommen habe, dass die gefällt werden soll. Ich bin Anfang November, wurde das vom Rat ja beschlossen und ich habe mir das angeguckt, wie die CDU, die SPD, FDP und 4/5 der AfD für die Fällung der Jasperallee gestimmt haben. Und das hat mich emotional sehr bewegt. Und ich möchte jetzt noch mal einmal einen Riesenapplaus engagieren hier für die BIPs, für die Baumschutzinitiative Braunschweig, weil ohne die wäre das hier heute überhaupt nicht möglich gewesen. Die haben unglaublich viel Energie, unglaublich viel Kraft reingesteckt in den letzten Wochen. Viele Nächte und Tage durchgearbeitet. Wir hatten Fernsehprogramme unter anderem mit dem NDR, der heute auch da ist. Wir waren bei diversen Radiosendern. Und einmal bitte einen Riesenapplaus an die Baumschutzinitiative Ede und Co. Super. Wir von der Baumschutzinitiative, wir begreifen Bäume als Lebewesen und finden sie erhaltenswert, nicht nur aus ästhetischen Gründen, sondern eben auch aus klimapolitischen Gründen. Und jetzt nochmal ein paar Hard Facts zur Jasperallee. Es gab ja ein Gutachten, das erstellt wurde, in dem diese 86 Bäume hier untersucht wurden einmal. Und ungefähr 66 dieser Bäume haben eine Vitalität, die mittel bis gut ist. Und nur 21 dieser Bäume haben eine niedrige Vitalität, was bedeutet, dass die unter anderem langsam wachsen. Und nur 3 dieser 87 Bäume sind wirklich kritisch, haben einen kritischen Zustand und müssten kurz- bis mittelfristig gefällt werden. Die Lösung der Stadt, dass hier alle Bäume vom Ring aus bis zum Theater, das ist ja der Abschnitt, der betroffen ist, gefällt werden soll, ist zu radikal unserer Meinung. Und ich freue mich, dass so viele Leute hier sind und mit uns diese Meinung teilen. Und lass uns die nächste Stunde gemeinsam durch die Stadt ziehen und dafür stimmen und unsere Stimmen kundgeben, dass die Jasperallee am Leben bleiben soll. Vielen Dank. Die BIPs, die Bürgerinitiative Braunschweig, hat für uns einen Antrag im Stadtrat eingereicht, der den Denkmalschutz betrifft. Denn diese Straße ist seit ungefähr 100 Jahren genau so, wie sie jetzt aussieht. Nämlich kleine und große Bäume nebeneinander und Lücken werden bepflanzt, was die Stadt leider seit ungefähr 10 Jahren nicht mehr tut. Wir wollen natürlich, dass die Lücken wieder bepflanzt werden, dass die alten Bäume bleiben und dass die Jasperallee bleibt. Und dieser Denkmalschutzantrag wird im Januar im Planungs- und Umweltausschuss entschieden und im Februar im Stadtrat. Und wir wollen damit den Politikerinnen und Politikern eine Brücke bauen, damit sie wieder den Anschluss an ihre Bürgerinnen finden, die nämlich die Jasperallee so behalten wollen, in ganz großer Mehrheit, wie sie jetzt ist. Falls hier irgendjemand jemand mit einer Kettensäge oder mit einem Harvester sehen sollte, dabei spreche ich insbesondere die Anwohnerinnen und Anwohner an, sagt uns bitte umgehend Bescheid, telefonisch, über Facebook, über Twitter, über Instagram. Und in dem Fall würden wir natürlich über all diese Medien alle aufrufen, die Leute zu begleiten, damit die armen Baumfällerinnen und Baumfäller nicht alleine sind. Jaspi bleibt! Jaspi bleibt! Jaspi bleibt! Sollten. Wird ein alter Baum gefällt, dann wird oft damit beruhigt, dass er nachgepflanzt wird. Es dauert aber Jahrzehnte, bis ein neuer Baum einen alten in Bezug auf Sauerstoffproduktion, Kohlendioxidbindung, Temperaturregulierung
Feinstaubfilterung, Habitatfunktion für Tiere und nicht zuletzt auch Schönheit ersetzen kann. JASP bleibt! JASP bleibt! JASP, JASP, JASP! Bleibt, bleibt, bleibt! Wir haben so ein bisschen was im Rat dazu gemacht, natürlich, und versuchen auch noch das Schlimmste jetzt da zu verhindern. Es wird noch sich damit beschäftigt, jetzt in den Ausschüssen und in der Februar-Ratssitzung, ob das Ganze nicht tatsächlich auch unter Denkmalschutzaspekten so ist, dass man nicht ganze Baumreihen mit einmal weghacken darf. Das werden wir sehen und wir werden versuchen, das in der Mai-Ratssitzung dann vielleicht auch noch mal zu drehen. Wir haben nicht so große Hoffnungen, dass über die Denkmalschutzbehörde da irgendwie was Positives auch aus Hannover kommt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben dann erstmal wieder noch einen Aufschub und vielleicht dann noch mal die Möglichkeit, im Rat doch etwas dann zu richten. Das hängt aber im Wesentlichen davon ab, dass hier der Protest weitergeht in dieser Stadt. Dass wir also die Zeit nutzen, jetzt um den Parteien auch zu zeigen, dass das so nicht geht. Bäume sind kein Wegwerfartikel. Bäume sind lebendige Organismen und die werden dann ersetzt, wenn sie kaputt sind. Die Tatsache, dass sie alt sind, das ist doch nicht der Grund dafür, dass man sie weghackt. Und wenn das heißt, sie sind nicht vital genug oder sie sind krank oder was da alles erzählt wird. Wer von euch ist ganz gesund? Wollt ihr weggehackt werden? Das gibt's doch wohl nicht, sowas. Es gibt ja weitere Projekte in der Stadt, die wahnsinnig sind. Zum Beispiel, dass jetzt ein neues Kraftwerk in der Uferstraße gebaut werden soll, um die Wärme herzustellen. Das ist ja auch gut so. Aber die sogenannte Dekarbonierung hat einen anderen Aspekt. Man will nämlich Altholz, also auch aus Wäldern, aber auch aus Sperrmüll und so weiter, zum Verfeuern nehmen. Das ist eine tolle Idee, weil man das fast umsonst kriegt, das Zeug. Man will Gas möglichst verzichten, weil das zu teuer ist. Man hat sich hier verspekuliert in Braunschweig bei BS Energy und Veolia. Und nun möchte man möglichst billiges Zeug verheizen. Das ist ein Biomassekraftwerk, eine Müllverbrennungsanlage. Denn sowas ist das letztlich, mitten in die Stadt gesetzt wird. Wir haben 1982. Hat die Elterninitiative Pseudokrupp dafür gesorgt, dass hier keine Müllverbrennungsanlage hinkommt, 1982. Peter hat von diesem Kraftwerk geredet, was ja im Norden der Stadt ist, mit diesem großen Schornstein, den jeder kennt, da nördlich der Oker. Und ich selbst habe jetzt auch eine Sache dazu zu sagen, weil, sag ich mal, was sich nämlich dort nämlich noch auch noch verbirgt, wissen Sie eigentlich, dass das wohlklingende Konzept Power to Heat, was sich darunter auch verbirgt und was sich Braunschweig Energy da unterjubeln möchte, uns allen. Dahinter verbirgt sich nämlich auch die Idee, Strom zu verheizen und dafür ein Elektrodenheizkraftwerk hier in Braunschweig zu bauen oder zu erweitern. Das ist im Prinzip ein großer Tauchsieder, sag ich mal. Und der täte nicht mehr und nicht weniger als Strom, größtenteils anderswo erzeugter Atom- und Kohlestrom in Wärme umzuwandeln, so als ob man nichts Sinnvolleres wüsste, als Strom zum Heizen zu verwenden. Und warum das? Peter hat es schon angedeutet, nur weil die in Braunschweig Energy Investoren im Jahr 2012 einen spekulativen Vertrag abgeschlossen haben, der bis 2025 erfüllt werden muss, wonach Braunschweig aktuell und bis 2025, wie gesagt, die vierfache Menge an Strom abnehmen muss, die es eigentlich verbraucht. Dies wiederum sollte zusätzliche Profite bescheren ursprünglich, führte aber angesichts der in Europa überall gefallenen Strompreise dazu, dass es ein Minusgeschäft wurde. Aktuell ist es nämlich sogar so, dass Braunschweig Energy den überflüssigen Strom sogar draufzahlen muss. Also was tun, wenn man Geld verdienen möchte? Diesen Strom verbrennen, verheizen. Sorry, aber mir als studiertem Elektrotechniker sträuben sich da angesichts dessen sämtliche Haare. Und ich wollte es jetzt auch nicht glauben, ehrlich gesagt.
Aber es ist leider wahr, dass eine derartige Tauchsiedler hier in Braunschweig direkt existiert. Und Braunschweig Energy plant, diesen im Rahmen ihrer angeblich so klimafreundlichen Gesamtkonzeptes noch wesentlich zu erweitern. Dazu können wir als BI und achtsame Bürger nur sagen, nein. Baumfäller, Klimakiller. Baumfäller, Klimakiller. In den starken Stürmen der letzten zwei Jahre sind in Braunschweig alleine mindestens 1300 Bäume verloren gegangen. Dazu kommen mindestens 1000 weitere, die seit der Ära Hoffmann nicht mehr nachgepflanzt wurden. Ersatzpflanzungen würden, so die Antwort der Stadt auf eine Einwohnerinnenanfrage, 1,2 Millionen Euro kosten. Dazu kommen noch 44 große Waldbäume, die die Flughafengesellschaft aufgrund der Baumfällungen für die Verlängerung der Landebahn ersetzen muss. 44.000. Ja, habe ich doch gesagt. Sie hat aber kein Geld und braucht jährlich 4 bis 5 Millionen Euro Zuschüsse. Und wer zahlt die? Der Braunschweiger Steuerzahler und die Braunschweiger Steuerzahlerin. Die 600.000 Baumstecklinge, die sie auf Ausgleichsflächen pflanzen ließ, wurden leider offensichtlich niemals gepflegt und sind alle eingegangen. Die Fläche sieht heute wie eine Trockensteppe aus. Wir brauchen aber nicht nur den Ersatz der vielen verlorenen Stadtbäume und Grünflächen, sondern es müssen auch viele wirklich neue Bäume und Büsche gepflanzt werden, um unsere Stadt lebenswert und gesund zu erhalten. Und trotz dieser ganzen Gelder und Mittel, die eingesetzt werden müssen, um das, was fehlt, zu ersetzen, sollen jetzt wirklich 392.000 Euro für das Fällen und Ersetzen größtenteils vitaler Bäume auf der Jasperallee verschwendet werden? Das nehmen wir nicht hin. Dazu sagen wir nein. Genau hier im Rathaus haben wir mit euch zusammen bei der Demo am 3.11.2018 unsere über 15.000 Stimmen für die Bäume gebracht, weil wir genau wissen, dass die Zukunft der Bäume Braunschweigs hier im Rathaus entschieden wird, im Rat der Stadt. Daher sprechen wir auch ganz offen und direkt mit Politikern, so auch mit unserem Oberbürgermeister Markurt und seinem ersten Stadtrat Herrn Geiger, den wir gleich zwei Tage später am 5.11.2018 unseren gesammelten Stimmen persönlich von Angesicht zu Angesicht als Geschenk in einer kleinen Box überreicht haben. Bei dieser Gelegenheit ergab sich auch ein gutes und konstruktives Gespräch, bei dem wir gezeigt haben, dass wir mit der Politik gute Dinge zusammen gestalten möchten und die Politik uns dafür dankbar ist, weil wir an Stellen achtsam sind, welche den oft viel beschäftigten Politikern gar nicht auffallen. Leider war die für die Jasperallee entscheidende Ratssitzung bereits einen Tag darauf, was nicht mehr ausreichte, um bereits vorab gefestigte Marschrichtung der Abgeordneten zu ändern. Deswegen, trotz der vielen guten Baumschutzargumente der BIPs, der Grünen, der Linken und von P-Quadrat, fiel das Ergebnis so, wie erwartet, negativ aus. Es wurde die Fällung der Bäume beschlossen. Ja, ist leider so. Ich war auch anwesend an diesem Tag. Dies jedoch ist kein Grund für uns, den Kopf in den Sand zu stecken. Denn wir als BI Baumschutz sind mit den Politikern seitdem so gut vernetzt wie noch nie. Außerdem gab es eine weitere Ratssitzung am 18.12., auf der unter anderem der Haushalt der Stadt Braunschweig beschlossen wurde. Auf dieser wichtigen Sitzung durfte ich auch persönlich eine Einwohnerfrage stellen, was übrigens jeder darf, der einen Tag vorher diese schriftlich einreicht. Meine Einwohneranfrage lautete: Kann die Entscheidung vom 6.11.2018 formal noch revidiert werden? Und wenn ja, wie? Darauf antwortete der erste Stadtrat Geiger, welcher zugleich Chef der für die Bäume zuständigen Stadtverwaltung ist, dass dies durch einen erneuten Ratsbeschluss möglich ist, sofern der formale Weg über die vorbereitenden Ausschüsse eingehalten ist. Zugleich konnte ich
von den versammelten Politikern nochmal Fotos vom Extra 3, der Irrsinn der Woche, verdeutlichen, dass der Haushalt der Stadt gut wäre. Oh, der Wind. Wind hat man auch immer. Wir haben auch viel Wind gemacht. Dass jedenfalls die kostenintensive Aktion in der Lastenallee gut wäre, darauf zu verzichten und lieber das viele gute Geld, letztendlich auch unser Steuergeld, anderweitig viel besser investiert werden könnte. Ja, und das kam sogar ganz gut an, selbst bei den Politikern, die dort waren. Und von daher sage ich jetzt hier, ja, wir haben eine gute Chance, dass bei der nächsten Ratssitzung am 14.02.2019 übrigens die derzeitige Entscheidung zugunsten der bestehenden Bäume revidiert werden kann. Dafür jedenfalls ist dank der WIPS der Antrag an den Umwelt- und Grünflächenausschuss bereits unterwegs und nun liegt es an uns, diesem Antrag durch unsere zahlreichen Stimmen hier Nachdruck zu verleihen. Also wer stimmt mit ein? Jaspi bleibt! 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 Dankeschön! Ja, alles, was wir heute erfahren haben oder über was das Thema mit den fehlenden Bäumen, mit den Bäumen, die in Gefahr sind, läuft darauf hinaus, dass Braunschweig ganz dringend wieder eine Baumschutzsatzung braucht. Bis 2002 waren zumindest die großen Bäume in der Stadt geschützt. Dann schaffte Hoffmann die Satzung ab. In direkter Folge wurde drüben der Schlosspark für den Bau des Kaufschlosses zerstört. Und an vielen Stellen der Stadt erleben wir auch jetzt bis heute, dass gesunde Bäume ohne Not gefällt oder auch verstümmelt werden, indem sie gekappt oder stark beschnitten werden. Uns geht es nicht darum, Eigenheimbesitzerinnen zu gängeln, wie CDU und FDP immer wieder gerne behaupten. Es geht vielmehr darum, die wirklich großen, vermeidbaren Vernichtungen von Stadtbäumen, zum Beispiel durch Wohnungsunternehmen oder bei Großbauprojekten, zu verhindern oder zumindest zu minimieren. Baumschutzsatzung ist kein Allheilmittel, das ist uns auch klar. Aber sie setzt stadtweit bei allen Beteiligten das Signal: Bäume und Stadtgrün verdienen unsere Wertschätzung. Fast alle Nachbarstädte haben eine Baumschutzsatzung. Hannover, Gifhorn und so weiter. Warum geht das nicht auch in Braunschweig? An dieser Stelle ist die Baumschutzsatzung 2012 abgeschafft worden. Wir wollen, dass genau an dieser Stelle 2019 die Baumschutzsatzung wieder eingeführt wird. Vielen Dank. Wir kämpfen nicht nur für die Bäume in der Jasperallee. Wir versuchen an vielen Orten aktiv zu sein. In der Weststadt hat die Deutsche Wohnen versucht, 210 große alte Bäume fällen zu lassen. Durch unseren Eingriff, dank Ilona, haben wir geschafft, dass sie diese Anzahl mindestens auf 70 reduziert haben. Hätten wir eine Baumschutzsatzung, hätten wir uns da gar nicht drum kümmern müssen, dann hätten das ordentlich bezahlte Leute von der Stadt Braunschweig, von der Stadtverwaltung gemacht. Wir brauchen unbedingt eine Baumschutzsatzung. Wir sind jetzt am Ende angelangt. Wir danken uns ganz herzlich, dass ihr alle gekommen seid und einen ganz herzlichen Dank an die Gruppe Sonnensystem, an Kevin, der dieses wunderschöne Lautsprecherfahrrad zur Verfügung gestellt hat. Der Strom ist übrigens Solarstrom. Und einen ganz großen Dank und einen Riesenapplaus an Summertech, die uns die ganze Zeit begleitet haben mit ihrer super Musik und ihrer tollen Stimmung. Wir wünschen uns, dass ihr und viele, viele, viele eurer Freundinnen und Freunde bei uns mitmachen über Facebook, Twitter und Instagram.
dass wir überall da, wo Bäume gefährdet sind oder gefällt werden, sofort in großer Zahl vor Ort sein können. Als letztes noch die Bitte, bringt die Transparente und Schilder einfach hierher. Wir kommen gleich mit dem Fahrrad an und holen das alles ab. Und die Binden, auf denen Ordner steht, leider nicht Ordnerin, die haben wir uns geliehen, die müssen auch alle zu uns zurück. Und wer noch etwas spenden möchte, am Lautsprecherfahrrad ist eine Spendendose bei Judith und bei Brigitte. Herzlichen Dank und wir lösen hiermit die Veranstaltung auf. Jaspi bleibt! Jaspi, Jaspi, Jaspi! Bleib, bleib, bleib!